Konzentrationslager. Das ist ein Begriff, bei dem alle Deutschen automatisch an die Nazis denken. Ziemlich unbekannt ist es, dass Konzentrationslager auch ein moderner Begriff sein kann. Ein Begriff für Haftlager, besonders für politische Gefangene, die es eigentlich fast überall gibt, wo es Diktaturen gibt. Es gab eine Epoche in Mittel- und Südamerika, in der fast jedes Land über längere Zeit von einer durchaus faschistischen Militärdiktatur regiert wurde. Eines dieser Länder war Chile, nach 1973, nach einem blutigen Militärputsch. Damals fegte eine Verhaftungswelle über das Land. Und damals wurden Konzentrationslager eingerichtet, nicht als Vernichtungslager, wie die Deutschen das im Gedächtnis haben, sondern eher Orte zur Aufbewahrung von politischen Gefangenen, mit denen man noch was vorhatte. Zum Beispiel sie einem anderen Geheimdienst zu einem weiteren, zusätzlichen, zweiten, dritten, vierten Verhör zu übergeben. Manche dienten auch durchaus in gewisser Weise der körperlichen Erholung nach Folterverhören. Aber Ferienlager waren es auch nicht. In einem dieser Konzentrationslager mit dem schönen Namen Puchunkavi, das heißt zu Deutsch so viel wie wo alle Feste enden, an der Pazifikküste Chiles, saß der chilenische Autor und Musiker, den auch viele Leute in Deutschland kennen, Sergio Vesely. Und er beteiligte sich dort an einem ungewöhnlichen Projekt, nämlich Kulturarbeit zusammen mit den politischen Gefangenen aufzubauen. Das war sogar erlaubt. Ja, es war sogar gewünscht von der Militärkommandatur, denn es gab diesen Konzentrationslagern bei Besuchen zum Beispiel des Internationalen Roten Kreuzes den Anschein einer einigermaßen geordneten Welt. Kulturarbeit, das heißt, dass die Gefangenen selbst zum Beispiel Theaterstücke geschrieben haben, um sie aufzuführen. Und selbstverständlich hatten diese Theaterstücke ein ganz besonderes poetisch-kulturelles Interesse. Sie sollten von den Gefangenen verstanden werden. Von den Soldaten bloß nicht. Denn man benutzte jede Gelegenheit, um so viel wie möglich subversives Gedankengut, wie es in der Sprache der Militär hieß, auch im Konzentrationslager den anderen, den Mitgefangenen zu präsentieren. In den ausgehöhlten Absätzen seiner Schuhe hat Sergio Vesely einige Originaltexte von kleinen Theaterstücken und anderen Formen der Kulturarbeit aus dem Konzentrationslager Puchunkavi in Chile bei seiner Verbannung ins deutsche Exil mitgenommen. Wir haben schon damals in den 70er Jahren ein kleines Buch daraus gemacht und gesehen, dass das ein Dokument von so großem Wert ist für die jüngere Geschichte, dass die Edition Kettenbruch das Buch noch einmal neu und ein wenig aktualisiert herausgegeben hat. Unter dem Titel des Konzentrationslagers, Puchunkavi oder Wo alle Feste enden. Es enthält Beschreibungen, wie Kulturarbeit unter politischen Gefangenen in einem Konzentrationslager überhaupt möglich ist, Erzählungen, aber auch die Originale von zwei Theaterstücken und einige Kommentare, die die Soldaten und der Lagerkommandant darüber gemacht haben. Und eins hat sich gezeigt. Kultur, das ist etwas, was Lagerkommandanten nicht verstehen.